Was geht ab YouTube? TickTix ist wieder back am Start mit einem GTA 5 Video für euch. Und zwar haben wir heute wieder ein neues Update bekommen, das Transform Race DLC oder Update oder Hotfix oder wie ihr das auch nennen wollt. Ich weiß nicht, jeder nennt es anders irgendwie. Ich habe auch nicht verstanden, ob es jetzt ein Update sein soll, ob es ein DLC sein soll, ob es ein kleiner Hotfix sein soll oder ob es einfach nur ein neuer Gegnermodus sein soll. Ich habe es nicht verstanden, aber wir haben auf jeden Fall ein neues Rennen bekommen in GTA Online. Und das habe ich auf jeden Fall schon getestet im Stream mit einigen Zuschauern. Aber meine Meinung kommt natürlich nach dem Intro. Lasst jetzt schon mal eine positive Bewertung da, ein Abo da lassen wäre auch natürlich super. Und natürlich die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Dann kommt jetzt mal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Also, ich habe das neue Stuntrennen schon ausprobiert, bin einige gefahren, ich glaube, wir sind im Stream 4-5 Stück oder so gefahren. Zwei habe ich auf jeden Fall vor euch aufgenommen und dachte mir, okay, ich muss mal meine eigene Meinung dazu sagen. Ich war sehr, sehr skeptisch, weil ich mir dachte, okay, Boote, Flugzeuge, Motorräder und alles zu kombinieren, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber ich muss sagen, Leute, das Ding hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Ich fand es eigentlich ganz cool, man kann es auf jeden Fall gut machen, man kann Motorrad fahren ganz schnell. Das Einzige, was ich nicht so cool fand, ist, dass man da mit Segelschiffen oder Segelbooten fahren kann, wo ich mir denke, nein, weil die sind krass langsam und das hat übelst die Geschwindigkeit rausgenommen aus dem Spiel. Also wenn man richtig an Geschwindigkeit aufgebaut hat, sag ich mal, wenn man richtig schnell gerade war mit Motorrad und dann kam einfach auf einmal so ein Segelschiff und dann ist man da gefühlt mit 5 km/h gefahren, das macht dann schon ein bisschen runter und da geht dann auch ein bisschen der Reiz weg, aber nichtsdestotrotz ist der Gegnermodus oder dieses Stuntrennen auf jeden Fall richtig cool. Das Ganze nennt sich Verhandlungsrennen, auch Transform Race genannt oder Races. Leute, ich kann euch auf jeden Fall nur ans Herz legen, probiert es aus, macht es, ihr werdet auf jeden Fall positiv davon überrascht sein. Ich selber fand es auf jeden Fall richtig nice, bin es auch dann gefahren, wie gesagt, 4-5 Rennen oder so, ich konnte da nicht mehr aufhören, haben dann 2 Stunden gestreamt, war auf jeden Fall ein richtig cooler Stream, danke nochmal an alle, die dabei gewesen waren. Und ja, schreibt mir auch auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, ob ihr das Ding schon gefahren seid oder ob ihr es noch fahren möchtet. Würde mich interessieren. Ansonsten lasst ein Abo da, natürlich die Glocke aktivieren und ein Like da lassen noch. Das würde mich auf jeden Fall unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.